Willkommen zurück zur nächsten Folge von Spark Challenge. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise das Thumbnail direkt in der Welt gemacht, hatte keinen Bock, das gerade zu kopieren. Die Welt nochmal und dann nochmal das drüben das Thumbnail zu machen der anderen Welt. Habe ich das jetzt einfach hier kurz gemacht. Ich meine, das waren 10 Sekunden, ganz ehrlich, da bricht uns nichts ab, ne? Und vor allem, wenn ich hier so in der Pampa rumstehe, wenn ich da mal 10 Sekunden einfach so stehe, das ist scheißegal, ganz ehrlich. Und ja, da haben wir also keinen Regelverstoß begangen. Und ich würde sagen, ich laufe hier einfach mal weiter querfeldein. Ich laufe auf jeden Fall jetzt Richtung Spawn. Wir haben ja jetzt mittlerweile alles, was wir uns wünschen. Na gut, alles noch nicht. Ich brauche noch einen Dungeon. Dann hätte ich alles, was ich mir wünsche. Aber ja, Dungeon finde ich einfach partout überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann noch mal gucken nach irgendwelchen Höhlen. Hier wäre zum Beispiel noch eine Höhle. Ne, das ist so ein Wasserbecken. Das brauche ich nicht. Ja, also dass wir vielleicht noch mal in eine Höhle gehen und hier kurz einen Dungeon finden. Aber das geht halt nicht so schnell. Ich weiß nicht, warum die das so umgestellt haben oder was. Aber es gibt einfach partout keine Dungeons mehr. Weißt du, und das kotzt mich einfach nur an in letzter Zeit. Und, ja, ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht mehr. Ich kann mir noch so gut an die guten alten Zeiten erinnern, wo du ständig einen Dungeon gefunden hast und du warst einfach nur glücklich. Und heute nischt. Geil, ne? Vor allem, wir brauchen sowieso noch ein paar Level. Wir brauchen jetzt das Dungeon halt, ne? Und warum dann nicht einfach mal eins finden? Hm? Jetzt muss es auch nicht mehr unbedingt ein Zombie-Dungeon sein, weil wir ja keine Karotten mehr brauchen. Ich bräuchte nur mal ein paar Level. Na gut, Zombie Dungeon ist natürlich das Dungeon, was am angenehmsten ist. Weil Skelette schießen sich die ganze Zeit ab. Und Spinnen, die sind zu fett. Und da spawnen auch nicht so viele dann, ne? Bei Spinnen, weil die halt zu fett sind. Naja. So. Okay. Ja, genau, wir finden einfach noch einen Dschungel. Ist klar. Hauptsache kein Dungeon. Gut, ich glaube, das ist sowieso der Dschungel, den wir schon kennen. Wusste gar nicht, dass wir in der Richtung sind. Ja gut, das weiß man beim Portal, wenn man das setzt, nie so genau, in welcher Richtung man ist. Da hinten ist auch noch was. Ah ne, das ist nur ein Strand. Ich dachte, das ist eine Wüste. Aber das kann ja nicht sein, wenn da schon wieder Wasser ist. So, Melonen haben wir natürlich auch, alles klar. Haben wir damals auch eine Folge lang gesucht, gell, Melonen. Das weiß ich noch. Und die Playlist, nee, ich mach mal das nächste Lied, das ist so leise gerade. Hört man gar nicht. Und ja, die Musik ist mit Absicht so leise, weil ich das nicht mag, wenn die so laut ist. Ich weiß auch nicht, das nervt dann immer so. Ich mag das lieber, wenn die leise ist. Wieso schon wieder? Hä? Wieso ist er auf Pause gegangen? Ist der dumm? Oh ja, genau, jetzt wieder das Lied, das nervt mich immer. Mann, jetzt muss ich ja wieder ewig auswählen. Ja, auf jeden Fall haben wir schon schlimme Zeiten durch hier in Sparks Challenge. Wir haben ja damals hier die Melonen ewig gesucht und die Ozelots. Alter, wenn ich mich daran erinnere, da raste ich aus. Ist echt so. Die Folgen hatte ich damals auch alle an einem Tag aufgenommen. Da habe ich mich mega aufgeregt, dass ich so unproduktiv war. Na, obwohl, da hatte ich dann auch die Folge 12 war das, wo ich auch das erste Dorf gefunden hatte. War eigentlich auch mega produktiv. Da habe ich dann auch hier den Erfolg mit dem Emerald erledigt. Da sollte ich ja mindestens einen Emerald ertauschen. Und ja, das habe ich gemacht. Ach ne, jetzt bin ich hier in dieser scheiß Schlucht gefangen. Dann lass mich mal kurz hier vorne hinsprinten. Ach Mann. So. Dann sind wir schon wieder bei 4 Minuten. Ich bin immer noch nicht daheim. Na gut, ich will eigentlich auch gar nicht so unbedingt nach Hause. Ich will jetzt einfach nur einen Dungeon finden normalerweise, ne? Aber ich finde einfach keinen. Sehr toll. Jetzt war wieder ein Bug da gerade. Der soll ja auch gefixt werden, habe ich gehört. In der 1.9. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das hat nur jemand anders gesagt. Und der hat es auch nur irgendwie irgendwo gehört. Und da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber die wollen in der 1.9 dann diesen Bug fixen, dass wenn man manchmal Blöcke abbaut, die so unsichtbar sind und man da immer hängen bleibt.
Der Bug ist ja auch schon ewig da, seit der 1.3. Seitdem sie hier die... Seitdem sie Minecraft hier auf einen internen Server gelegt haben. Also, dass man das hier auch im LAN öffnen kann und so weiter. Und vorher war halt Minecraft Singleplayer noch richtiger Singleplayer. Und da hat es auch immer nicht so geleckt. Seit der 1.3 leckt das immer ein bisschen mehr. Auch im Singleplayer. Halt auch so, als ob du auf dem Server wärst, so ein bisschen. Und das nervt halt. Ja, aber nach und nach fixen sie die ganzen Bugs jetzt. Die damals entstanden sind, vor 3 Jahren. Als hier 1.3 kam. Alter, nee. Sind ja schon 3,5 Jahre. War ja im August 2012. Da kam die 1.3, da kann ich mich noch erinnern. Das war mega fett damals, das Update. Da kamen hier die ganzen Emerald-Geschichten und alles hinzu. Und ich dachte mir erstmal so, boah, geil. Bin ich erstmal so durch den Creative Mode gegangen. Ich hatte damals keine Snapshot-Previews oder sowas mehr angeguckt. Da war wirklich alles neu. Ich wusste nur, dass die 1.3 irgendwie rauskommen soll. Und dann habe ich gelesen, die 1.3 ist da und ich habe mich erstmal voll gefreut. Habe das erstmal alles so erkundet und entdeckt. Da habe ich noch alte Screenshots, wie ich damals nur Scheiße gebaut habe in meiner einen Creative-Welt von der 1.3. Also das war mega geil damals, das so zu erkunden. Man wusste halt nicht, was so kommt in dem Update. Und dann, ja, wollte ich das einfach mal so, habe ich das einfach mal alles so selber mir beigebracht, ne? Den ganzen Geschichten damals, da wurde ja wirklich viel geändert, ne, 1.3 noch. Und für das Update haben sie halt damals auch nicht ein Jahr und ein paar Monate gebraucht, sondern wirklich nur so 3-4 Monate, da kam das Update schon, ja. Und heute kommt das ja immer erst nach, keine Ahnung, 18 Monaten oder so, also 1,5 Jahre, und du denkst dir einfach nur so, Alter, was ist los, ja. Warum kommen die Scheiß-Updates so kacke selten, ey. Ich verstehe es nicht. Es ist so schlimm. Ich wollte es eigentlich mit der 1.9 genauso machen wieder. Dass ich mir keine Snapshot-Dinger angucke. Keine Snapshot-Videos. Und ich dann wirklich gucke, wenn die 1.9 da ist, dass ich das alles mir nochmal selber so beibringe, wie damals. Das wollte ich echt nochmal machen, aber da das erstmal so ewig gedauert hat, bis überhaupt der erste Snapshot kam für die 1.9. Habe ich mir dann auch gedacht, nee, komm, fuck it, du guckst dir das jetzt einfach an, weil du willst endlich wissen, was dazu kommt. Ich dachte halt, dass direkt der erste Snapshot nach der 1.8 kommt, nach dem Release. Aber da kamen ja erstmal die 1.8.1 und 1.8.2 und die ganzen Scheiß-Versionen da. Was ich nicht verstehe, wenn die Snapshots dann da sind, dann kommen ja trotzdem weitere 1.8-Versionen. Also 1.8.6, 1.8.7 kam ja dann auch. Irgendwie schon, als die 1.9er Snapshots schon da waren. Jetzt sind wir schon bei 1.8.9. Die 1.8.10 kommt bestimmt auch noch raus. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt erstes Update Jahr 2016. Kommt bestimmt erstmal die 1.8.10 so. Ach nee, das nervt immer. Naja. Ja. Ist auf jeden Fall ziemlich bescheuert. So, F3. Ja, wir sind ja schon relativ nah. Wir müssen ja zu 0,0. Ja, noch so ungefähr 500 Blöcke. Und hier haben wir natürlich wieder einen Ozean. Ja, den kann ich auch gut nutzen, um ein bisschen wieder zu erzählen. Ja? Ist ja klar. Gut, dann hier einmal geradeaus und ja, dann geht's los. Was wollte ich noch erzählen? Ja, die Updates von Minecraft, ey, das ist so ein leidiges Thema immer wieder. Ja, ich wollte ja wirklich mal die 1.9 mir so angucken. Die haben ja mal angekündigt, dass die Updates alle 2 Monate kommen. Wäre das jetzt bei der 1.9 so gewesen, hätte ich mir auf keinen Fall die Snapshots angeguckt. Sondern hätte ich wirklich mal abgewartet, so bis die 1.9 kommt. Und dann hätte ich mir so das alles nochmal angeguckt und mir das selber angeeignet und dann vielleicht noch ein Snapshot-Ding angeguckt, weißt du? Und dann wäre das mal so wie so ein Geschenk gewesen, weißt du? So alles auf einmal, so die fertige Version, du guckst sie dir an und nicht so wie jetzt hier mit der scheiß Rumkräpelei und die brauchen 1,5 Jahre für eine Version. Ich weiß noch, 2011, da kamen die Versionen monatlich, kam eine Version.
Das war ja noch in der Beta-Phase. Da kamen dann zwar auch nicht so viele Änderungen, aber es kamen einfach öfter Updates. Und es kamen auch Änderungen. So war es ja nicht. Sonst wäre es ja keine neue Version gewesen, ne? Und was sie heute da abziehen, das geht gar nicht. Ey, das ist viel zu wenig, ich meine, meiner Meinung nach. Viel zu wenig. Also, man hätte in der 1.9 noch gut und gerne noch viel, viel mehr machen können. Über den langen Zeitraum jetzt. Und man hätte ganz ehrlich auch die 1.9 nochmal aufsplitten können in zwei Versionen. Also, ne, man hätte dann ruhig mal hier 2015 noch ein Update rausbringen können. 2015 kam ja kein einziges Update. Ja. Das letzte kam ja im September 2014. Es ist die 1.8. Die 1.9 ist immer noch nicht da. Alter, 2015 hätten sie ruhig die 1.9 bringen können, so im Juli oder so. Wenigstens. Und dann hätten sie halt noch den Rest gemacht für 1.10 oder so. Aber nicht so lange, Alter. Wie kann man so lange für ein Update brauchen? Früher ging das so schnell. Ja, und ich meine, die Mojangs, die gehören jetzt zu Microsoft. Da hat man mal gedacht, das geht jetzt alles schneller vonstatten, weil sie jetzt vielleicht ein paar neue Mitarbeiter dazu kriegen oder so. Oder, ja, keine Ahnung. Aber nein, sie machen einfach übelst selten die Updates. Aber richtig selten. Das regt mich einfach nur zur Zeit immer wieder auf. Also, ja, keine Ahnung. Wir brauchen Kohle, ne? Lol. Scheiße, Mann. Karotte, genau. Das wollte ich machen. Mit Gold Nuggets wird das ja gemacht, ne? So, dann mal aufgepasst. Dann mache ich hier eine goldene Karotte. Und wir haben das Ziel für diese Folge erreicht. Gut, dann brauche ich jetzt noch eine weitere goldene Karotte, weil ich ja noch den Trank brauen muss. Mit Unsichtbarkeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den macht. Das gucke ich mal zwischen den Folgen nach. Ich brauche dann auf jeden Fall noch Schweine. So, zack. Eine tue ich schon mal hier rein, damit ich das Ziel ordentlich abgehackt habe. Okay. Das hätten wir. Und na ja, komm, Goldnuggets können da auch noch hin. Tue ich mal da hin, wegen mir. Ist ja scheißegal. Wir haben zurzeit 12 Dias. Das ist natürlich nicht so viel. Ich würde mir gerne mal jetzt ein bisschen noch Dias farmen und vor allem Kohle und sowas. Gehe ich nochmal farmen an? Ne, komm, ich lasse es jetzt mal. Ich will ja bald sowieso Strip Mine gehen. Da kriege ich ja noch ein paar Level. Und ich könnte ja auch zum Beispiel Quarz im Nether farmen, wenn ich Level brauche nochmal. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal pennen. Weil ich ja jetzt die ganzen Monster nicht mehr brauche, zum Glück. So, der Hund im Fenster natürlich wieder. Was machen wir da jetzt noch? Die Folge ist schon so weit fortgeschritten. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung Schweine und holen die uns. Damit wir das jetzt auch noch schaffen. Und ich brauche unbedingt noch so einen scheiß Dungeon. Warum? Ey, warum ist es so? Ich überlege gerade mal. Habe ich eine andere Welt, die ich in der 1.7 erstellt habe oder so, wo ich auch einen Dungeon habe? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich bis jetzt immer nur in Welten, die in der 1.6 oder eher generiert wurden, Dungeons gefunden. Also ich meine, ich habe ja noch so eine private Welt, die ist uralt, die habe ich schon in der 1.3 generiert. Und da habe ich natürlich auch einen Dungeon. Ah ne, warte, Schweine waren ja woanders, ne? Ja, komm, gehe ich nochmal in die andere Richtung und hol mir da Schweine, weil da weiß ich, dass sie da sind. Ja, auf jeden Fall hatte ich bis jetzt hauptsächlich die Dungeons echt immer in alten Welten nur gefunden, die früher generiert wurden. Aber in den heutigen Welten nicht mehr so. Ich meine, die sind immer so ultra selten. Vor allem auch Minenschächte. Ich habe hier ja am Spawn quasi gar keinen Minenschacht. Nur so übelst weit weg erst. Und ich weiß nicht, das ist einfach viel zu wenig. Leute, das ist echt. Nee. Also Minenschächte sollten ja wenigstens noch ein bisschen öfter sein, ne? Die waren früher immer über die ganze Welt waren überall Minenschächte. Aber überall. Da war wirklich keine Pause manchmal dazwischen. Da war einer an dem anderen. Ihr könnt mich ja nicht erzählen, dass heute ein Minenschacht alle 1000 Blöcke kommt. Weißt du, das kannst du mir nicht erzählen. Da läuft doch irgendwas schief. Irgendwas. Also ich weiß es nicht. Also. Nee. So.
Ja, Leute, ich bin ja auch immer so ein Kandidat, der so lange. Ach so, nee, das erzähle ich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Jetzt die Folge ist voll. Keine Zeit mehr zum Quatschen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, haut rein und tschüss.